Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Hörbude. Willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo auf diesem Kanal. Heute habe ich eine kleine und eine etwas größere Sache für euch Hörspielfans. Jetzt, wo die Walross Edition 4 zu Ende ist, in der Zeit bis zur Walross Edition 5. Einmal möchte ich euch das Release-Datum der bereits angekündigten Spezialepisode mitteilen. Und einmal das, was ich als großes Übergangsprojekt angekündigt habe. Haken wir den ersten Punkt schnell ab, bevor ich einen kleinen Trailer zum zweiten und größeren erstellt habe. Und zwar noch Ende diesen Monats November, am 25. soll die Spezialepisode 3 erscheinen, mit dem Titel Eine besondere Mission für Team Funkenherz. Wer ist Team Funkenherz? Ich habe keine Ahnung, wann ich das hier hochlade, aber auf jeden Fall erfahrt ihr es im Epilog der Walross Edition 4. Also entweder vor oder nach dem Video hier, klingt logisch, ne? Naja, und damit kommen wir zum Trailer. Für das große, okay, es ist jetzt nicht so groß, aber das Übergangsprojekt, das Hörspielprojekt zwischen Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4 und 5. Please, wake up. Du musst aufwachen. Von Englisch auf Deutsch. Die erste übersetzte Fanfiction auf Günther aus der Dönerbude. Die Vorgeschichte zur großen Saga. Die Abenteuer 100 Jahre vor der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Pokémon Mystery Dungeon Never Alone. Das Hörspiel. Deutsch. Das Projekt, welches ich euch zwischen der Walross Edition 4 und 5 geben möchte, ist die einst von mir geschriebene englische Fanfiction Never Alone von fanfiction.net. Nachdem ihr bereits zwei Charaktere in der Walross Edition 4 kennenlernen durftet und auch schon ein oder zwei Sachen über das Hörspiel wisst, wenn ihr nicht so drauf geachtet habt, guckt's nicht nach in der Walross Edition 4, es könnte interessant werden. Ich möchte euch einfach dieses Hörspiel geben. Ich habe Never Alone inzwischen die ganze Reihe fertig geschrieben, die zwei Teile hatte. Und muss ehrlich sagen, es kann nicht mit der Walross Edition mithalten. Der Plot war, denke ich, vor allem in Teil 1 doch gelungen, aber auf Englisch fehlt mir einfach die Rhetorik und in Teil 2 hat einiges gefehlt in meinen Augen. Jedoch übersetze ich derzeit dieses Projekt auf Deutsch, um ein Hörspiel für euch daraus zu machen. Das Ganze per Hand, ich ändere natürlich auch einiges um. Es wird wirklich auch vom Schreibstil, wie ihr merken werdet, sehr Walross-editionstechnisch werden. In den Hauptrollen ein Shinux und ein Vulpix, Fate und Thunder. Auch eine dritte Rolle, die man als Hauptrolle bezeichnen könnte, gibt es. Ein lilanes Vulpix mit dem Namen SD. Wenn ihr die Geschichte des Schattendämons, des großen Krieges und der Sklaven der Dunkelheit, die Ereignisse 100 Jahre vor der Walross-Edition und Darkreis ersten großen Krieg hören wollt, dann schaltet ein, wenn ab 2. Januar 2021 Never Alone als Hörspiel auf diesem Kanal kommt. Ich hoffe, ich sehe euch dann. Lasst gerne ein Abo und oder ein Like da, wenn ihr euch darauf freut. Wir werden uns sehen. Ah ja, und natürlich ganz wichtig, das Ganze ist wirklich ein Übergangsprojekt, um damit euch eben nicht langweilig wird, sage ich mal.
Es sorgt keinesfalls dafür, dass es länger bis zur Walross Edition 5 dauern wird. Also, bis bald und ciao.